Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer, aktuell in der Schattenwelt beim Schattenpalast. Wir haben im letzten Part die beiden Nebenkonstrukte hier erledigt, alle Schatzkisten abgesahnt und die zwei Solaris-Kugeln herausgeholt und haben als Special Item nicht das krasse Masterschwert bekommen, sondern das letzte antike Dokument der Kumulaner. Oh Gott. Das war super, ne? Ja, und können jetzt wahrscheinlich damit auch in, nach Kumula, genau, über die Wolken. Das sollte dann jetzt auch möglich sein. Mit dem letzten Dokument. Ist halt die Frage, ob wir dann mit dem Forscher reden können, oder ob jetzt einfach die Kanone am Haljasee steht. Das war beim letzten Randomizer so. Falls ihr das Projekt nicht kennt, den letzten Randomizer, schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei, da ist das mit verzeichnet. War auch ein sehr geiles Projekt hier. So, dann nochmal auf ein neues. Hier einfach rüberhüppen. Let's go. So, hier gibt es erstmal links und rechts nichts weiter. Wir gehen in den Haupttrakt des Schattentempels. Müsste auch nochmal ein paar Schatzkisten geben, auf jeden Fall. Normalerweise auch ein paar Herzteile und so weiter. Ich bin gespannt. Haben wir aktuell nur zwei Flaschen? Haben wir mehr noch nicht gefunden gehabt? Echt? Ist das so? Warte mal. Tatsächlich. Hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. So, wir brauchen auf jeden Fall einige Schatzkisten hier. So, Schattengegner sind natürlich mit diesem Schwert hier überhaupt kein Thema. Aber das war auch vorher kein Thema. Da wir das Schwert ja schon vorher hatten. Hä? Achso, die müssen auch wieder da rein. Natürlich, es bleibt bei Kugeln. Wir kugeln uns mal wieder ein. So. Und da gibt es eine schöne Treppe für. Alles klar. Bin ich mal gespannt, ob wir heute vielleicht bis zu Xanto kommen. Wäre, glaube ich, ganz cool. Wo ist denn die andere Fledermaus? Die nervt mich. So, da drüben haben wir eine kleine Schatzkiste. Die müssen wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Und ich weiß auf jeden Fall, gleich kommen wieder diese Zando-Köpfe und werden uns mega auf den Sack gehen. Bin ich mir fast sicher. Ha. Als ob ich es gewusst hätte. Aber das Geile ist halt, wir one-hitten die jetzt einfach. Hey, das ist gar keine Schatzkiste. Oh Gott. Jetzt vielleicht eine Schatzkiste? Jo. Glaube fast, normalerweise ist da jetzt ein Schlüssel drin oder so? Nee. Große Kiste? I don't know. Könnte sein, ne? Könnte möglich sein. Was bekommen wir? Pfeile. Shit, es gibt halt so viele Schatzkisten, wo Pfeile und Bomben und sowas drin sind. Das ist schon fast ein bisschen traurig, was man da alles für Items liegen lässt. Okay, da gibt es auf jeden Fall die nächste Tür. Herzchen nehmen wir mit. Ah, egal. Hallo, Link. Nein. Naja, jetzt sind wir trotzdem voll live. Okay, nächster Raum, zwei Schatzkisten. Das sieht gut aus. Da könnte man potenziell wieder was Schönes absahnen. Bin schon gespannt. Ja, aber man merkt halt langsam, das Kapitel hier, das ist gar kein Raum, ist hier so die Außenbarrikade. Man merkt halt wirklich, es geht aufs Finale zu. Ist halt einfach so. Und ja, es wird halt nicht ausbleiben, dass das Projekt wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Folgen auch enden wird. Bin ich mir schon fast sicher. Ich glaube, ich muss die ganzen Vögel töten. Kann das sein? Dann kriegen wir, glaube ich, hier drüben auch noch Items. Ja, ich glaube nämlich, hier drüben gibt es dann eine Schatzkiste für uns. Wenn wir alle Vögel weghauen. Und hier möglicherweise auch noch. Weil hier gibt es ja...
man kann irgendwie noch darüber fliegen. Es sind echt viele. Ja, komm. Ihr habt nicht so Bock, ne? Ja, jetzt kommt noch ein Sando dazu. Wo kommt denn der jetzt her? Ach da. Hallo. Alter Falter. War's das schon? Ne, jetzt sind da drüben überall Sandos. Natürlich. So, jetzt muss ich erst wieder rüberfliegen. Oh. Ja, wunderschön. So. Na dann. Meine Herren. So, das war's dann, oder? Nee, da ist immer noch einer. So, und den letzten Vogel hätte ich auch noch gerne. Wo ist er denn? Hallo? Wo ist denn der letzte Vogel? Da. Was machst du denn da? Kommst du jetzt mal her, oder was? Meine Güte. Ja, okay. Da kommen noch welche. Ey, das hat ja super lange gedauert, oder? Aber gibt es wenigstens zwei Schatzkisten, oder? Eigentlich müsste es. Ah, ich muss mich an der Stelle hochziehen, glaube ich, ne? Das ist da so ein bisschen ganz mies versteckt, die eine Schatzkiste. Ich erinnere mich. Oh, die Maxi-Geldbörse. Damit, ja, sind wir damit dann auch auf Maximum. Mit 9.999 Rubinen statt 5.000. So, und ich glaube, hier konnte man sich irgendwie hochziehen, ne? Das habe ich irgendwie übersehen, ja. Irgendwo, genau. Ich glaube, im Original ist da nicht sogar ein Herzteil drinne. In der Schatzkiste hier, die ich mir jetzt hole? Ich glaube fast ja. Die ist schon ziemlich mies versteckt, finde ich. Denkt man sich so, ja, okay, gehst du mal da hoch, gell? Und dann gehst du halt mal darüber in den Schattennebel. Cool ist bestimmt... Ah, nee. Boss-Key ist hier drinne. Der Boss-Key? Okay. Wir kriegen ein Herzteil. Fehlen noch 7. Aber ich meine, wir haben auch viele Schatzkisten, die uns noch fehlen. Wir müssen ja auch noch in die Wüstenburg, theoretisch. Und in den Wassertempel. Da gibt es ja auch nochmal Schatzkisten. Da könnten ja auch überall noch Items sein, die auf uns warten. Und von Sando, bekommen wir von Sando noch irgendwas? Kriegen wir einen Herzcontainer von Sando? I don't know. Jetzt kommt Gernons Musik wieder. Warum? Haben wir jetzt hier wieder Schattenwesen? Ich glaube, Schattentempel und Sando Schattenreich sind vertauscht. Ja, ist halt jetzt easy, ne? So. Ich glaube, jetzt muss man hier so ein bisschen raten. Da kann man jetzt einmal quasi immer auswählen, ob man die linke oder die rechte Plattform nimmt. Ich gehe mal hier. Und wenn es falsch ist, dann fällt es halt runter. Beziehungsweise vielleicht gibt es auch alternative Wege. Der führt uns halt zu einem Krug. Ey. Mit einer Fee. Naja. Brauche ich jetzt nicht. Ich. Er muss tatsächlich da hoch, ne? Ich glaube, da oben auf den drei Plattformen ist die Schatzkiste, die ich suche. Ich weiß gar nicht, kann ich mich da jetzt rüberziehen hier? Nö. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Und machen das Ganze hier nochmal auf ein neues. So. Ja, okay. Ich finde es aber gut, dass wir jetzt hier nochmal
Musik bekommen. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Denn ich hatte schon Angst, dass diese Musik jetzt so ein bisschen verblasst ist, dadurch, dass wir quasi nur die Schattenhand mit der Musik hatten. Und wir die ja wirklich gut ausgetrippelt haben, sag ich mal, die Schattenhand, und da kaum Musik zu hören war. Was ein bisschen traurig ist. So, zack. Auf Wiedersehen, mein Freund. So, bin ich jetzt hier richtig? Komme ich zumindest zu der Schatzkiste erstmal? Das ist mir erstmal am wichtigsten. Oh nein, da drüben. Ist er doch schon wieder. Da müssen wir später hoch. Ich glaube, ich muss mich da rüberziehen, ne? Hi. So, und jetzt... Naja, da oben ist auch wieder einer. Ich muss die, glaube ich, auch alle besiegen, damit da vielleicht die Schatzkiste erst kommt. Nein, verdammt, na klar. Ich dachte, ach komm, machst du mal schnell, weißt du. Wird schon gerade passen, aber nee. Da war ich gerade gierig, sehr, sehr gierig. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Kann man die eigentlich auch andersweitig irgendwie besiegen? Die Köpfe? Außer mit dem Schwert? Kann man da auch vielleicht mit einem Bombenpfeil rangehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Na gut, wir wissen ja zumindest, wo wir lang gehen müssen. Dementsprechend geht das ja hoffentlich flott. Und guck mal, kann ich da so ein bisschen vielleicht schieben? Jo, Alter, geil. Einfach voll weggecheatet. Und da ist die Schatzkiste. Geil. Ein bisschen ausgetrippelt hier den Weg. Sehr schön. Und es ist noch eine Plattform erschienen. Aber hier gibt es erstmal Geld. Denn wir haben jetzt die große Geldbörse. Da brauchen wir natürlich das Geld. So, und damit kommen wir auch zur nächsten Schlüsseltür. Und sind dann wieder dem Boss einen Schritt näher. Ich glaube, es geht auch gleich los, ne? Ich glaube, wir haben es jetzt fast geschafft. Viel kann da nicht mehr kommen. Ne, kommt auch nicht mehr. Gleich geht's ins Finale, Leute. Aber gut, ich denke mal, den sollten wir noch schaffen in dieser Folge. Gerade weil ich jetzt hier so doof runtergefallen bin, werden wir da auch, wenn nicht, ein bisschen Überlänge machen. Alles andere wäre sonst, glaube ich, auch unfair. Ich glaube, da kommen jetzt ein paar mehr, ne? Es ist egal, wie viele. Ihr seid für mich nur One-Hits. Das war's auch schon. Okay, Leute, dann auf ins Finale. Ins Finale vom Schattenpalast. Ein Bossfight steht an. Ja, jetzt werden wir nochmal durch alle Items durchgeführt, durch alle Dungeons durchgeführt. Das ist ein richtiger Multi-Kulti-Bossfight. Damit man auch nochmal alles richtig schön nutzen kann. Ich glaube fast, das fängt an mit dem hier und ich weiß gar nicht, was man noch alles braucht. Boah, da fragt er mich jetzt was. Ich glaube, so könnte es anfangen. Oder braucht man den? Ich glaube, man braucht den sogar gar nicht, oder? So, hier schön alles weggeskippt. Oh mein Gott. Wir kriegen trotzdem noch ein kleines Intro. Ein ganz kleines. Usurpator Zandor. Zandor. Oh, aber gute Musik. Das ist aber die Originalmusik. Ja.
So. Ja, der ist an sich auch easy, muss man sagen. So ist die erste Phase auch schon vorbei. Aber wie gesagt, ich glaube, 7 Phasen gibt es. Und da geht es gleich weiter im Wald. Ne, im Feuertempel jetzt. Ich glaube, da brauche ich die Eisenstiefel direkt. Ich weiß gar nicht, brauche ich da Bogen? Jetzt ist er schwach. Ah, okay. Keine Ausdauer mehr. Ist auch so lustig einfach. So. Er müsste jetzt, glaube ich, gleich wieder schießen. Genau. Und dann hat er keine Ausdauer mehr. Und da geht es auch schon in die nächste Phase. Also er ist schon ein bisschen lustig, ne? Muss man sagen. Okay, jetzt sind wir unter Wasser. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Enterhaken. Oh, und vielleicht die Sora-Rüstung. Gott. So, und dann muss man den, glaube ich, so komisch da rausziehen. Auch ganz merkwürdig. So, und ich glaube, jetzt kommt es so ein bisschen auf Glück an. Da kommen jetzt 3 Stück raus. Drei Köpfe. Und da müssen wir jetzt hoffen, dass wir den richtigen erwischen. Oder sogar ein paar mehr. Ja, das ist, glaube ich, Glück, ne? Ja. Ja, da muss man ein bisschen näher dran sein. Aber jetzt sollte man haben. Jawohl. Zack. Und ciao. Dritte Phase war vorbei jetzt, ne? Jetzt kommt wieder Waldschrein. Jo. Oh Gott, ja. Er fällt runter und macht mir Schaden, genau. So einen Dickschädel hat er. Ist auf jeden Fall auch einer der leichteren Phasen. So. Vierte Phase. Jetzt kommt fünfte. Was haben wir da? Ah, nö. Vor allem dieser Remix, ne? Ist auch so lustig. Sando. Alter. Genau. Oh shit. Ah, ich glaube, wenn ich vorhin schon viermal getroffen hätte, dann wäre er jetzt schon in der nächsten Phase. Schade. Düt. Perfekt. Und das war auch diese Phase. Ich glaube, jetzt kommen wir schon in die letzte. In die Schwertphase, oder? Ist auch wieder so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, da muss man auch wieder nur warten, dass er schwächelt.
Gott. Ja, okay, der versucht uns auf jeden Fall gegen die Wand zu drängen. Aua. Aua. Was war das denn? Dü. Wir haben gleich, Leute. Gleich ist es vorbei mit ihm. Das war's. Tschüss, mein Freund. Nee, er ist immer noch da. Er lebt. Jetzt haben wir. Okay, das war Sando, Leute. Damit ist auch er bezwungen. Wir haben seine Macht beendet. Doch es gibt immer einen, der mächtiger ist. Einfach weggeskippt. Nö. Das machen wir nicht. Was haben wir da jetzt? Irgendein Brief? Ein Brief? Was haben wir da? Ashleys Zeichnung, die einen roten Fisch geschultert hat. Das ist für den Prinzen. Prinz Ralis. Alles klar. Ja, cool. Dann, Schattentempel ist abgeschlossen hiermit. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken. Und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Dann, ja, gucken wir mal, was wir als nächstes so machen können. Damit haben wir den Palace abgeschlossen. Ich mache ihn gelb. Und die Zeichnung der, keine Ahnung, machen wir das einfach mal. Ich hoffe, das ist richtig. Ansonsten sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir füllen langsam unsere Item-Tasche mit den letzten Items. Unseren Item-Tracker. Und kommt jetzt noch irgendwas? Nö. Wir kommen direkt in die Schattenwelt und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Sando war doch nur eine Marionette von Ganondorf. Und das heißt jetzt, wissen wir, wer sich hinter dem Zauber verbirgt, der sich auf Hyrule gelegt hat. Er ist in Schloss Hyrule, da bin ich mir sicher. Link, wir müssen schnell zurück in die Welt des Lichts und Prinzessin Zelda retten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.